Nico Wurst heute hier für euch live aus dem Berliner Studium. Ich stehe zu meinen Wettschulden und ich hoffe, euch gefällt's. Danke nochmal, lieber Jeff, für diese wunderbare Chance, mich endlich so präsentieren zu dürfen, wie ich das schon seit langer Zeit möchte. Hier neben mir sitzt der René. Hallo? Das ist der Kommandant vom Clan Krautz, den ich heute hier bei mir zu Gast habe. René, wie ernst kannst du den heute nehmen, den Typen? Also ich muss dazu sagen, ich habe halt mit ihm schon mal telefoniert und kam hier halt an, da sah er ja noch anders aus, sage ich mal. Das Ganze ist natürlich eine Wettschuld, die beim letzten Event Grummel vs. Jeff zustande kam. Da wurde ich ja leider mit 3-1 von Jeff vermöbelt und das ist... leider Gottes das Ergebnis, was wir uns alle gerne gespart hätten, aber so ist die Welt nun mal. So Leute, dann können wir jetzt endlich zum ernsten Teil des Lebens übergehen. Der Spaß muss stimmen und die Atmosphäre in der Community ist uns sehr wichtig. Und bis jetzt läuft's. Also wir haben von anderen Clan-Chefs auch immer gehört, das klappt nicht immer mit Pro- und Spaß-Clan und so. Hm. Aber es läuft. Also ich weiß nicht... ich bin zufrieden. Meistens zerbrechen die Clans ja an den dass die Leute halt keine Zeit mehr haben. Ob das privat ist, ob das Spiel nervt. Und wir wissen alle, World of Tanks kann nerven. Oh, ja. Ist halt so. Und nee, finde ich echt cool. Unsere Anwerber, die machen einen super Job. Die holen wirklich, also wir müssen halt immer mal, wir sind jetzt 100 und da muss halt wirklich die Listen durchgehen. Ich hoffe, dass WG, macht doch mal die Clan-Listen größer oder gebt uns einen Parkplatz, wo wir so eine Spieler, die einfach aus zeittechnischen Gründen nicht mehr spielen können, wo wir die parken können und dann einfach sagen, okay, wenn der 30 Tage nicht mehr online war, dann entfernt ihn aus Odemortus, aus Fame, aus Krauts, wie auch immer. Also ich muss ja sagen, ne, wenn ich wiedergeboren werde, dann glaube ich als irgendwie so unfühlfühl, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Dass René überhaupt ruhig bleiben kann, wenn er hier sitzt. Ja, die Beule in der Hose sieht man nicht. Also im CW ist er unser Bad-Chat-Fahrer. Okay. Der Spotter schlechthin. Ja, ich muss mal nicht. Platzen fahren. Genau. Logitech 3-Tasten-Maus von 1992, ey. Die hatte ich schon auf meinem C64 quasi drauf. Ja, es ist halt, tut mir leid. Das Equipment ist schon in Ordnung. Oh, nee, ey. Der Klicker. Ah, dieser BH-Träger macht mich fertig. Soll ich ihn abschneiden? Nee, ich muss den BH, glaube ich, wieder abgeben. Okay. Alter Schwede, ich muss erstmal gucken, die Tasten sind hier völlig anders. Ja, die Tastatur ist auch scheiße. Ich spiele sonst über den Tastaturblock. Also über den Nummern? Den Nummernblock, weißt du? Ernsthaft? Ja, ja. Das ist ja krass. Oh Gott, da ist ein ISO. Aber ich habe aus allen Clans gehört, dass es während der Kampagne immer ziemlich viel Mimimi gibt. Das war bei uns auch nicht anders, aber. Du, es sind viele Clans schon an diesen Clanwalk-Kampagnen zerbrochen, ne? Ja, und auch die Aktivität, ne? Vorher gefragt, ihr wisst, das ist so und so viele Wochen richtig. Ja, ich meine, ihr kennt es ja selber, da muss man sich halt reinhängen und du musst wirklich viel Zeit investieren. Und ja, mach ich. Und nach 3 Tagen habe ich nicht gesehen, weiß nicht, wo der ist. Und dann kommen sie nach 2 Wochen wieder. Ja, kann ich jetzt mitfahren? Wo du sagst, du liegst schon, weiß ich, 10.000 Punkte hinter. Okay, Daniel, dann sag an, was du haben willst. Dann nimm du nochmal dein 50-100, damit ich was zu meckern hab. Juhu! Hörst du das? Das ist einer unserer LoL-Streamer, der rastet immer völlig aus. Ich meine, das sind hier Schallschutzwände, ne? Der ja, deswegen, also ich dachte ja, die spielen mit Fußball, aber nicht, dass da einer auf dem PC sitzt und zockt. Der ist einer. Ich meine, wir haben im Clan auch so einen, der ist schon mal Blut aus der Nase gelaufen, weil er sich so aufgeregt hat und eine Tastatur gegen die Wand geschmissen. Ich nenne jetzt keine Namen. Okay, wir können eigentlich hier die Deckung der Häuser ausnutzen, um dann halt hier Feuerlinie zu bekommen. Wie gesagt, hier zieht euch zurück und versucht, dass die Kleinen hier in die Schutzfeld der 1350 hinter uns drauf kommen. Das ist 50-100, kommt ein Push. Oh, von der anderen Seite kommen wir. 920. Ihr müsst vorfahren, ich bin low. Oh Mann, Entschuldigung. 1100. Sorry. Den hier mit 74. Kommt ihr an den 1000 ran? Oh. 1096 da vorne. 300. Und sauber. Da vorne den noch. Angepinkt. Müsst aufpassen, dass der 50-100 euch nicht flankiert.
unten, links, links unten. Unten. Komm, wir müssen. Links unten? Im Fluss. Ah, da. Ja, wenn ihr müsst jetzt auch drücken, auf den. Du musst nach vorne fahren, Tom, du musst weiter ran. Ah, ich wollte den Schuss sicher setzen. Ah, du blockst. Ah, du blockst ihn. Oh, jetzt kommt er nicht durch. Super, weil ich wieder zu früh geschossen habe. Oh, oh, sorry, Evil. Ich hab vergessen, Repair-Kit nachzukaufen. Jetzt kriegen wir von der Seite hier, ja. Hast du jetzt ein Repair-Kit eingepackt? Negativ. Gehandicapt. Daran liegt die ganze Zeit. Ja, Daniel, sollen die 50-100 mal auch von hinten ranfahren, weil wir können hier wenig tun. Ja, dann versucht auch mal, ob ihr von hinten rankommt. Ben, kommst du mit? Ja, bin dabei. IS-3, ihr müsst jetzt halt vor, dass wir mit den T-32 den Hügel eventuell dann sauber machen können. Wobei WZ hat sich droppen lassen. Jetzt rausarbeiten. Die Angeschossenen raus. AT-49 erstmal egal. Wir müssen halt unten helfen. Sarah, ich versuch zu schilden. Ja, mach den 13-90 genau. Und die IS-3 kann ich vierten. Tracken kann sonst zu vierten. Aha, hat der T-49. Ja, die Gegner gucken bestimmt Grummels Stream und wissen da ja genau, was wir machen. Das ist immer die letzte Ausrede, die zieht. Die Heavys, wir fahren gleich hier durch die Schräge hoch. Heavys-Konferenz. Ah, hinter uns die 50-100. Eure Stunde schlägt. Die beiden Lights rein und die ablenken und unsere Heavys bitte auch mit drauf. Aber wenn die Heavys oben drücken, sagt mal Bescheid, weil dann kann ich mit 50-100 auch drücken. Ja, die gehen uns im Prinzip an. Ihr müsstet jetzt mal von hinten gucken, ob ja, ihr könnt einfach von hinten. Kommt auf. Wir sind total auf uns fixiert. Hier ist 3 unten, 2%. Vorne die 276er IS-3. Na. Nein, sorry. 416er. Nee, ist von hinten der 416er. IS-3, Tom, kriegst du die? Oder okay. Ich versuche zu blocken. Ja, aber kann ich schießen? Lade. Das wird knapp, wa? Kit Turbo Boost. Da kannst du ja aber ordentlich noch Reset-Punkte holen, wenn du gut bist. Nee, das schafft er, glaube ich, nicht mehr. Ah, wird knapp. Ja, die Käpperei. Oh, wir haben alle schlau gemacht. Da! Oh! Da, mach! Nein! Fäng dich an. Oh nein, Stan! Hey, was tust du? Stan, du hast verkackt. Haben wir keine Runde gewonnen, wa? Scheiße. Oh. Ich bin noch im Channel. Oh. Oh, das ist Nummer 1. Ihr nehmt an der nächsten Kampagne teil. Wir haben schon gehört, wie ihr habt auch einen Zweitclan, wo man sich eventuell bewerben kann. Wir haben auch schon ein bisschen was über die WN8 gehört und dass man einfach reinpassen muss. Aber wie kann ich mich denn jetzt bei euch bewerben? Wo muss ich hingehen? Wie finde ich euch am besten? Am einfachsten die Anwerber anschreiben oder einfach auf CS joinen und dann wird sich da jemand drum kümmern. Ja? Und wir schauen uns halt die Leute an, ob sie einpassen von den... von der Wertung. Wir machen keine Tests irgendwie, dass da einer jetzt 1 gegen 1 gegen irgendjemand fahren muss oder so, sondern am besten ist, was wir eigentlich allen anbieten, dass die sich das anschauen, die kriegen Freundesrechte, die sehen alles, die können beim CW zuschauen, im Bollwerk mitfahren und das kann auch eine Woche dauern und wenn die dann sagen, ja, gefällt mir, dann ist das gut und wenn nicht, dann ist es auch okay. Das war für heute der Clan Krautz. Ein deutscher Clan, der CW mitfährt, der auch wieder an der nächsten Kampagne mitfährt, um den IS-5 mitkämpfen wird. Und wenn ihr heute zugeguckt habt und euch denkt, yo, die Jungs finde ich cool, das hat Spaß gemacht, bei denen zuzugucken und zuzuhören, dann geht einfach über die Wargaming-Seite, da findet ihr alle wichtigen Daten nochmal auf einen Blick, die Teamspeak-Daten, die Ansprechpartner für euch und was ihr so alles mitbringen solltet, wenn ihr da mitmachen wollt. Der Clanleiter von den Krautz, ich fand es schön, dass er mal hier war. Mal was Neues, mal was anderes. Ich finde, er hat sich gut präsentiert. Wünsche euch noch einen schönen Abend und werde euch dann jetzt auch noch weiterleiten.